Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2. Jetzt gucke ich nochmal danach, das war natürlich dämlich. Okay, warte mal, jetzt gucke ich mir die. Danke, Kamera, dass du dich einfach mal umdrehst. Prioritäten mal an. I9, okay, da fehlt was. E6, E45, 94. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Gültige Zuweisung? Hä? Muss ich jetzt einfach zu jedem einzelnen der Konsolen hingehen und da irgendwas einstellen? Oder wie muss ich das jetzt machen? Warte mal, ich muss mir das nochmal kurz anschauen. Weil ich glaube nämlich, dass es ein Rätsel ist. Zuweisen? Okay, ich kann das gar nicht ändern, toll. Ja, toll, da werde ich bestimmt gleich sterben. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen muss. Ich glaube, ich muss das irgendwie. Das scheint irgendwie so eine Art Rätsel zu sein. Glaube ich jetzt zumindest. Gehe ich nochmal kurz zu der Konsole und gebe nochmal der 1 Strom. Genau so. Kamera, kannst du dich bitte drehen? Jetzt gehe ich nochmal zu der Nummer 1 und schau mal, was ich da machen kann. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwas Bestimmtes einstellen müssen. Und zwar halt je nachdem, welche halt die höhere Priorität hat. Das soll man dann halt manuell irgendwie zuweisen oder sowas. So. Okay, gucken wir mal. 9. Keine Ahnung. 4. Das ist so Alakande. Toner Silber, was man der Reihenfolge. Bereits zu. Hä? Also scheint das egal zu sein, welches Ding dann. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich verstehe das nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Weil auf den Dingen kann ich jetzt gar nichts mehr verändern. Irgendwas habe ich vergessen, wenn wir jetzt schon wieder stören. Achso, ja, gerade ja nichts. Erhaltene Gegenstände, Zabrakampfpanzer, hä? Okay, warte mal, warum kann ich da nicht rein? Hier ist doch irgendwas dahinter. Hier wird doch was angezeigt im Gang. Hä? Oder kann ich nur von der anderen Seite rein? Die Tür müsste eigentlich echt sein. Okay, hallo. Wenn ihr dachtet, ihr könnt euch ans Anstrengen, habt ihr euch geirrt. Habe ich auch nicht versucht. Achso, das kann ich ja so nicht öffnen. Braucht ihr etwas? Oh, kann ich doch so öffnen. So eine Kiste. Das ist hier so eine Art Zellentrakt oder was? Ja, wir sind ja in den Docks. Die Räume sehen irgendwie aus wie halbe Gefängniszellen. Oh, Mando! Keine gute Idee, ohne Einladung das Zimmer eines Mandalorianers zu betreten. Warum geht ihr nicht zurück nach draußen und überdenkt eure Entscheidung noch einmal? Ich fühle mich hier eigentlich ganz. Nee, ein Mandalorianer mit dem Sinn für Humor? Es gibt nur noch wenige von uns. Also, was wollt ihr? Nee, ich ziehe mich nur um. Viel Vergnügen! Okay, auch wenn wir einen dabei haben, wollt ihr mir wohl nicht helfen. Wo ist der Captain? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ich laufe mal eure Kiste weg. Sicherheitsüberbrückung. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich eure Kiste gerade geklaut habe. Okay, nochmal eine Kiste, die müssen wir aber aufschlagen. Jetzt brauchen der Gegenstand Chemikalien. Ja, wenn wir noch ein pinkes Lichtschwert, ich weiß. Nochmal eure Kiste weg. Sicherheitsüberbrückung Sith-Wissenschaftler. Wenn wir einen rebellieren, wissen wir, wer seid ihr? Ich bin sehe mich nur etwas um. Was kann ich für euch tun? Kann ich fragen, was ihr da macht? Ich weiß nicht, ob ihr das könnt, ich bin kein Arzt. Schlechter Witz. Ich will einfach nur wissen, was ihr macht. Sieht interessant aus. Klar, frag nur. Was wollt ihr hier? Ja, ich versuche alles zum Laufen zu bringen. Ziemlich schwierig. Was soll das alles? Außerdem müssen wir Dockpylonen angebracht haben, geben extra die Antennen ab. Wofür? Um das Signal zu triangulieren, das verdammte Signal. Okay, warte ich auf was Bestimmtes? Ja, das Einzige, das nicht mehr aus dem Kopf geht. Verstehe ich nicht. Tja, ich hab's jetzt Bitch gelesen. Piff nehmen höhere Frequenzen wahr als Menschen. Das bedeutet, dass wir irgendwas, manchmal Gespräche hören, kürzlich übertragen wurden. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe mir jetzt nichts zu sagen. Oh, nee, schon wieder.
Ich finde das so geil. Sechseinhalb Stunden später. Ich finde das so geil. Okay, gehen wir weiter. Ich finde das so geil. Hallo? Gehört jetzt zur Landebehörde, falls ja, ich sei die Abfluggebühr nicht. Da könnt ihr ja gleich einen Blaster auf die Nase reiben. Nee, gehöre ich nicht. Was wollt ihr? Zweite Stimme der Exchange. Verlangen die Unsummen und verlassen betreten Landebereiche. Zwar anlegen, aber dann kontakt man nicht hier. Beschlag mein Shift, wenn ich nicht die Credits für die Abfluggebühr zusammenkriege. Kredo und dem Dockmeister. Danke für die Hilfe, Mensch. Hafenmeister heißt Fasser. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Was habt ihr geladen? Energiezellen, große Lieferung. Nochmal vielen Dank. Kann ich eine eurer Energiezellen haben? Ich gebe euch eine, wenn ihr mir helfen könnt. Okay, ich lasse euch wissen, was passiert. Du hast einen italienischen Händler namens Lazar, wie auch immer, getroffen. Sein Kontaktmann ist wie auf einer Stelle aufgetaucht und er konnte ihm seine Fracht nicht verkaufen. Daher kann er die erforderliche Eindruckgebühr nicht zahlen und Voga lässt ihn nicht abreisen. Dann gehen wir ganz kurz mal zum Hafenmeister nochmal zurück. Oder zu, ja, zu dem... War das Mann oder eine Frau? Ich weiß es gar nicht mehr, hab schon wieder vergessen. Egal, gehen wir auf jeden Fall wieder hier zurück. Fasser. Zweimal, okay. Wo unterbrechen mich? Ich möchte mit euch über das AV reden. Ihr Fasser getroffen, also wird einer von euch gehen, sagen, oder? Ich lasse es ihn wissen. Großartig, gut, was? Okay, dann gehe ich jetzt. Fasser will davor die Eindruckgebühr entlassen, wenn er einige Energiezellen aus dessen Fracht bekommt. Okay. Die Frage ist, wie viele sind jetzt einige? Einige kann was Faires sein, einige kann aber auch übertrieben sein. Hallo. Fasser sagt, dass er euch gehen lässt, wenn ihr ihm einige eurer Energiezellen gebt. Oh, das ist gute Nachrichten. Das ist ein gutes Geschäft. Und hier die versprochene Energiezelle. Ich mache mich dann jetzt auf den Weg. Viel Glück. Okay. Was ist hier noch drin in der Kiste? Gegenstand Noris Robe. Okay, speichern wir nochmal ab. Okay. Oh, ein Rucksack. Tödliche Gasminen, Überbrückungszeug. Vollstreck. Oh, jede Menge Zeug auf jeden Fall. Sonst war gar nichts. Okay, noch zwei Türen. Lothra. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr seid in den falschen Raum eingebrochen. Eingebrochen? Die Tür war offen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Kein Problem. Einen Moment lang dachte ich, ihr wärt jemand anderes. Wie meint ihr das? Meine Frau, Ada. Vielleicht ist sie hier auf Nar Shaddaa. Viele Flüchtlinge sind nach dem Jedi-Bürgerkrieg hier gestrandet. Ich bin hier, um sie zu suchen. Ich komme aber nicht in den Flüchtlingssektor. Außerdem weiß ich nicht, ob ich sie dort finden würde. Ich bin seit Wochen hier in der Hoffnung, ihr Gesicht zu sehen. Aber bis jetzt sehe ich nur, wie meine Credits weniger werden. Warum könnt ihr denn nicht da rein? Es wimmelt dort von Schlägern der Exchange. Sie unterdrücken den ganzen Sektor, um den Flüchtlingen das letzte Fünkchen Kampfgeist zu nehmen. Ich bin so gut wie pleite. Ich habe meinen letzten Treibstoff geopfert und meine Fracht verkauft, um hierher zu kommen. Die Exchange hat mir Arbeit als Frachtpilot angeboten. Ich schätze, ich werde das Angebot annehmen. Naja, wo wisst ihr, dass sie noch lebt? Ich weiß es nicht, das ist ja das Schlimme. Aber manchmal bin ich mir sicher, dass sie noch am Leben ist. Irgendwo. Okay. Flüchtlingssektor, was soll ich denn da einnehmen? Ja? Und was soll mich das kosten? Ach komm, sagen wir mal naja, nichts. Ein Hilfsangebot lehne ich sicher nicht ab. Also gut, Fremdling. Wenn ihr sie findet, ist euch mein Dank sicher. Mal sehen, was ich da finde. Okay. Lothra. Wer seine Frau sucht. Ist das jetzt die mit dem Kind? Oder ist es eine andere?
Okay, letzte Tür. Hier geht's auch nochmal irgendwo hin. Sie ist von der anderen Seite verschlossen, sie lässt sich nicht öffnen. Okay, da können wir also nicht rein in den Raum und da sieht's auch nicht so aus, als ob wir da irgendwie hinkommen. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, wir gehen wieder zurück. Und zwar, wir gucken jetzt erstmal noch hier ein bisschen um, bevor wir wieder in den Flüchtlingssektor rennen. Warum kann ich da nicht rein? Hier ist doch eine, hier ist doch ein Gang. Warte mal, Karte? Irgendwie muss man doch hier reinkommen. Oder geht die Tür automatisch nach einem Story-Abschnitt auf? Aber dann könnte man sie doch auch anklicken. Genauso wie hier. Hier ist doch auch irgendwas. Ich spiele so eine Bitch. Ich hoffe, ihr kommt nicht, um Yoga zu sprechen. Das Zweifel, dass er euch anhören wird. Also jetzt nicht um Goto, Goto. Immer wieder Goto. Okay. Was ist denn sein Problem? Größte Treibstoffvorrat, seit Pyaros an den Statistiken gestrichen ist. Kein Tropfen mehr liefern, solange Goto seine Frachter entführt. Okay. Na, die Allianz soll einen guten Grund dafür haben. Okay, ich will mit Voga reden. Oh nein, ihr seid ja eine der einzigen Positionen. Hat Lücken, genau für seine Aufgaben vorgesehen sind. Verschwendet meine Zeit, und welche angelegt wollt ihr ihn sprechen? Ich möchte mit ihm über Goto reden. Ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr es ansprecht. Yoga reagiert manchmal empfindlich auf schlechte Nachrichten. Ich werde euch einlassen, aber fasst euch kurz. Vielleicht wird euch Yoga aber an den Hunde verfüttern, dann brauchen wir keine Sorgen machen, nicht wahr? Okay, danke. Willkommen, Gäste Vogas. Bitte folgt mir, mein Meister erwartet euch. Okay. Warum belästigt ihr mich, Mensch? Ihr macht meine Kaffhundewelt und mich auch, ich höre. Was könnt ihr mir über Goto erzählen? Goto treibt mich in den Wahnsinn. Wie gerne ich in seinem eigenen Blut am Boden vorsehen würde, zumindest auf den Knien. Was hat er euch angetan? Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er jagt meine Frachter. Seine Lakaien haben ganze Schiffsladungen voll Treibstoff von Slayron entführt. Deshalb habe ich gezwungen, meine Chefstätigkeit einzustellen, weil sich als recht unfreundlich erwiesen hat. Vielleicht kann ich euch helfen, dieser auf den Grund zu gehen. Ha, ich halte es unwahrscheinlich, dass ihr etwas findet, nachdem all meine Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Aber wenn ihr fest entschlossen seid, dürft ihr es gerne versuchen. Die Citadel steht und sucht neue Treibstoffquelle. Das weiß ich, mein Treibstoff würde dort einen hübschen Preis erzielen. Solange Goto nicht erledigt jetzt, verlässt kein Tropfen den Planeten. Okay, wenn das der Fall wäre, müsst ihr euch wegen Goto keine Sorgen. Wenn ich mich um Goto kümmere, werdet ihr bereit, die Citadel mit Treibstoff zu versorgen? Und ihr würdet aus reiner Freude tun, was verlangt ihr? Ich denke, dieser Planet lässt doch am besten sterben. Wieder aufbauen wäre die Mühe nicht wert. Wäre sowieso nichts Besonderes, aber wir wollen nichts überstürzen. Zuerst muss Goto erledigt werden, nur die Lagerbestände bleiben auf Slayron. Und sowas, wenn nicht, dann weißt du ja, wo die Tür ist. Okay. Exchange? Erwähnt Hutterpilz, nur verweit und sich nicht langsam steigt auffällig. Fahren her nach seinem gültigen Respekt. In den Wahnsinn. Eigene Blut verboten sehen, zumindest auf den Knien. Okay, ich gehe dann jetzt mal. Gucken wir uns mal die Quest an. Voga der Hart hat dir mitgeteilt, dass ein großes Treibstofflager auf Slayron besitzt. Der Name kommt mir bekannt vor. War, glaube ich, auch mal ein Planeten Esmeto, der aber abgesagt wurde. Jetzt weiß ich, ob ich mit der 2X komme. Aber er wird jetzt einen Frachter losstecken, wenn keine Gefahr von Goto mehr besteht. Ich frage jetzt, wo ist denn der? Hä? Der Hund knurrt dich an. Die Urne scheint in Wasserschüssel Kaffon zu sein. Okay. Okay, ich glaube, da soll ich nicht rein. Dann gehen wir eben hier durch. Zack. Lichtschwert rein und dann sind wir drin. Okay, so lange ich jetzt nicht an den Raum rein können. Lager, da können wir auf jeden Fall auch durch. Hallo. Guten Tag, ich bin W5D8. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich was über Voga erzählen? Dieses Lagerhaus sowie einige andere Einrichtungen, Wohnungen und Gebäude auf Nar Shaddaa gehören einem Hutten namens Fogga. Okay, wo sind wir denn hier? Dieses Lagerhaus gehört einem Hutten namens Fogga. B5
Bitte richten Sie Ihre geschäftlichen Anfragen direkt. Okay, ja, die ich kann Ihnen allerdings sagen, dass diese Einrichtung zu 100% von Droiden betrieben wird. Deshalb sind wir stets am Kauf neuer Droiden interessiert. Ihr kauft Droiden? Wir erwerben Droiden nur in großen Stückzahlen. Falls Sie uns einen Droiden verkaufen wollen, wenden Sie sich bitte an Kodin. Okay, tschüss. Keine Ahnung, wer das ist. Gesperrt, da können wir nicht rein. Chubby. Nein, ich gehe jetzt. Okay, da können wir also immer noch nicht rein. Und hier scheint ja auch jetzt nicht mehr zu sein, obwohl das noch irgendwie so eine Kantine oder sowas. Die Jedi scheinen neuerdings höhere Maßstäbe anzulegen. Hanha, deshalb riecht es hier so streng. Ich hab's dir schon mal gesagt. Jag deine eigene Beute. Finger weg von meiner. Du bist meine Beute, Weibchen. Immer. Hey, bist du durch die Arbeit für die Hutten völlig verblödet, Hanha? Wenn du mich anrührst, brichst du die Waffenruhe. Und dann bist du ein verdammt totes Fellknäuel. Vielleicht vergesse ich Waffenruhe. Werde wütend, vergesse Regeln. Vielleicht muss ich nur sehen, wie deine Knochen brechen. Würde ich vor Schmerzen wippen, bevor ich sterbe. Damit dein Leben schon vorbei, Hanha in Frieden ist. Lass es, Hanha. Ich warne dich. Du warnst mich? Wovor? Dass du mich betrügst? Dass du die Lebensschuld missachtest? Kleines Menschenmädchen, ich könnte dich mit meiner Hand zerquetschen, dem Elend ein Ende machen. Ich will deine Lebensschuld nicht, Hanha. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Dann hättest du nicht mein Leben retten sollen. Ein Fehler, kleines Mädchen. Auf Kastik sterben Weibchen, die Fehler machen. Hanha wittert deine Frucht sogar auf den Gestank des Mondes hindurch. Du hast recht, ich habe Angst. Angst, dass ich meine Raketen zünde und uns nach Nelhatta schieße, wenn du mir weiter auf die Nerven gehst. Bist du endlich bereit zu sterben? Hanha glaubt nicht, deine Augen sind noch immer voller Furcht. Bevor ich mich von dir nochmal erwischen lasse, sterbe ich lieber. Es ist noch nicht Zeit für dich, als Schattenlande zu betreten. Ich werde da sein, wenn es soweit ist. Meine Klauen in deiner Kehle. Ich werde deine sterbenden Augen blicken. Okay. Hallo? Ja, ich will zu einer Jack Carter, oder? Sprich was dagegen. Das ist kein Ort für deinesgleichen. Die Luft da drin ist giftig für dich. Und wie komme ich da rein? Lieber nicht am Reingehen, Mensch. Die Frage ist, ob du wieder rauskommst. Okay, wenn du das sagst, dann gehe ich erstmal da rein. Wo da jetzt nichts sein sollte. Oh! Was bist du denn? Ein Reinigungsdroide. Soll die Umgebung nicht ignoriert er. Okay, die Konsole ist jetzt natürlich inaktiv, ganz klar. Hab sie jetzt auch noch nicht aktiviert. Okay. Ich würde sagen, wir speichern an der Stelle. Falls wir sterben, dann eben nicht. Boah. Vielleicht brauche ich irgendwas zum... Kann ich irgendwas ausrüsten, damit ich atmen kann oder sowas? Atemmaske, hier. Soll ich vielleicht hier nicht vergiftet werden? Wieder Gaune. Gaune. Ich breite sich in meinem Körper aus. Hier scheint nichts mehr zu sein. Barbesitzer. Oh, hallo. Hallo. Hey, ich rede mit euch. Gut, halte den Mund. Weakway-Gaune, toll. Es ist sehr mutig von euch hierher zu kommen, Mensch. Ich hoffe für euch, dass ihr auch wieder rauskommt. Die Extensor eure Zelte hier aufgeschlagen haben. Oder die Fahrt, ich weiß nicht, von wem ihr redet, keine Ahnung. Vielleicht gibt es eine Privatlaunch, der sich hochrangig mit der Exchange findet. Da kommt niemand rein, es sei denn, ihr hat eine Einladung. Naja. Gift breitet sich in meinem Körper. Weil irgendwann einer von ihnen auftaucht. Der Einsteller wird hier wohl nicht lange warten müssen, Mensch. Okay. Chemikalien-Spender. Chemikalien, okay. Okay, der hat nichts zu sagen. Lass mich in Ruhe. Sag auch nix. Okay.
So, noch ein paar Chemikalien für uns, 2 Stück. Das ist kein Ort für deinesgleichen, ja, ich weiß. Kurz mal in die letzte Ecke nochmal rein. Ich wurde vergiftet. Ja, ich weiß es. Kommt damit klar. Ich hab nicht so viel Masken. Wer schießt da? Hä, bin ich blind? Ich hab gerade deutlich irgendwas schießen gehört. Gift breitet sich in meinem Körper aus. Okay, die ignorieren mich auch. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.